Stell dir vor, dein Geschäft ist voller Menschen. Gehen wir mal davon aus, da sind 500 Leute drin täglich. Was machst du? Du bist freundlich und machst ganz viel, dass diese Menschen auch bei dir kaufen. Wie sieht es mit deinem Instagram- und Facebook-Profil aus? Hey, mein Name ist Sven Fiedler. In diesem Video möchte ich mit dir darüber sprechen, was du machen kannst, wenn in deinem Social Media echt viel los ist, aber du nicht so richtig die Bindung hast zu deinen Followern. Und wie kannst du diese Bindung verstärken? Und so, dass sie auch wirklich begeistert sind und auch bei dir im Geschäft vor Ort einkaufen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, was wäre, wenn du 500 Menschen in deinem Geschäft hättest? Was würdest du tun? Und genau so sieht es eben aus. In unserer Beratung sehen wir ganz oft Social-Media-Profile von stationären Händlern. Die haben so 500 Follower oder 800 Follower, sowas um den Dreh. Oftmals irgendwie regionale Follower auch. Und da geht aber trotzdem nicht so viel. Da postet man relativ langweilige Sachen. Mal ein Bild von einem Produkt, dann mal irgendwas von der Deko, dann das Schaufenster. Nicht so mega etwas, was so richtig knallt. Ja? Und da ist meine Frage an dich. Was würdest du tun, wenn 500 Menschen in deinem Geschäft wären? Dann würdest du doch auch nicht einfach nichts tun. Einfach nur da stehen und irgendwie warten, ob ein Kunde dich anspricht und fragt, hey, ich brauche das und das Produkt, ob du das hast. Ja? Im Social Media muss man genau das machen. Ganz oft ist es so, wenn ich jetzt Instagram zum Beispiel anschaue, man sieht einfach nur die Zahl, wie viele Menschen einen folgen. Gehen wir mal von der Zahl 500 aus. Ja? Jetzt sehe ich, ja, 500, das ist ja irgendwo nur eine Zahl, aber hinter jeder Zahl steckt ein Mensch, der dir folgt. Also überleg dir ganz genau, ob du jeden Tag präsent sein willst. Erstens, ja, sei wirklich jeden Tag präsent. Nimm die Leute mit in Stories. Nimm die Leute mit hinter die Kulissen auch, ja. Ein bisschen erzählen von dem, was du tagtäglich machst, was dein Team tagtäglich macht in deinem Geschäft. Dann bedank dich auch mal bei deinen Followern, dass die auch immer wieder da sind und nimm auch mal wirklich deine Besucher mit im Geschäft, mit auf dein Profil. Ja, also das heißt, wenn ein Kunde in meinem Geschäft ist, nimm ihn mit auf dein Profil. Mach mal ein Video mit ihm, warum er so begeistert ist von deinem Geschäft. Einfach mehr Präsenz sein. Und das ist etwas, was wir ganz oft erleben. Zum Beispiel ein Thema ist dieses per sie oder per du. Ganz ehrlich, im Social Media ist man per du. Und per sie ist etwas, hält einen auf Abstand. Aber du willst doch keinen Abstand zu deinen Kunden haben. Du willst doch, dass deine Kunden vor allen Dingen im Social Media ja, dich feiern, dass du eine Community aufbaust, dass die Leute gerne zu dir kommen. Und da gilt es natürlich, per du zu sein. Klar, wenn der Kunde dann vor Ort in dein Geschäft kommt, ist es dann nochmal was anderes, weil dann steht man 1:1 zum Kunden. Da ist man natürlich wieder per sie. Aber im Social Media ist per du etwas ganz Normales und es ist schon komisch, wenn man da plötzlich per sie ist. Also stell dir jeden Tag bitte vor, ich habe 500 Menschen in meinem Laden, was mache ich da jetzt? Interagiere ich mit den Leuten? Fördere ich sie zu Dingen auf wie Gewinnspiele oder sowas? Ja? Das kannst du alles online mit Social Media machen. Und denn vor Ort ist es ja nichts anderes wie online, nur man verhält sich immer ein bisschen anders. Man denkt, ja gut, jetzt habe ich halt Instagram, jetzt habe ich halt Facebook, ob ich jetzt heute was poste oder nicht, ist ja jetzt nicht so wild. Ich kann ja morgen noch was posten. Und genau das ist schade, weil du gehst hin und gibst den Leuten nichts. Obwohl da 500 Menschen sind, die können dich jeden Tag sehen. Das ist doch mega geil. Und genau so will ich, dass du in Zukunft denkst, dass du sagst, hey, jeden Tag sehen 500 Menschen meine Sachen, die ich da in die Welt raustrage über Social Media. Und da kannst du viel, viel Mehrwert geben, viele Sachen erklären, viele Produkte rund um das Thema, was du machst. Wenn du ein Sportgeschäft hast, kannst du rund um Thema Sport natürlich viel, viel Content machen. Da will ich jetzt auch gar nicht viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Dazu werden wir noch viele weitere Videos machen, wie das Content Marketing im Social Media richtig gemacht wird. Aber mein Input heute und hier in diesem Video ist vor allen Dingen eben, überleg dir, ich habe 500 Follower, was mache ich mit denen? Bin ich täglich präsent oder nicht? Bis dann, bis zum nächsten Video. Und wenn du Fragen zu dem ganzen Thema hast, dann geh auf fiedlerperformance.com und füll deine kostenlose Geschäftsanalyse aus und wir haben ein Erstgespräch mit dir und beraten dich gerne. Bis dann!